Es stinkt. Heute scheint die Sonne, es ist warm und die Vögel zwitschern ihr Lied. Bald ist das große Sommerfest, da kommen alle zusammen, auch die von den anderen versteckten Orten. Finja liebt diese Festzeit. Dann kommen alle in den geschützten Flüsterwald und feiern das ganze Wochenende. Danach dürfen alle den Flüsterwald verlassen und das Steinelfenstadt Felsental außerhalb besuchen. Natürlich nur als Gruppe und nur mit den Wachen. Aber als erstes ist der Flüsterwald dran mit dem Fest. Es soll eine große Elfenstaub-Show geben und die Gnome führen Schaukämpfe vor. Ein großer Markt wird abgehalten und die Kinder können viele Spiele spielen. Finja und ihre Freunde haben vor, einen Parcours zu bauen. Da müssen dann alle über Hindernisse laufen und klettern. Das wird ein Spaß. Finja läuft auf dem Baumhausbalkon hinaus und atmet tief durch. Sie liebt die frische Luft im Wald. Ih! Finja rümpft die Nase. Was stinkt hier so, Mama? Finjas Mutter kommt aus dem Baumhaus gelaufen, das Abtrockenhandtuch noch in der Hand. Auch sie rümpft die Nase. Was ist das denn für ein fürchterlicher Gestank? Auch auf einigen anderen Balkonen stehen Elfen und halten sich die Nase zu. Eine halbe Stunde später sitzen alle zusammen am großen Versammlungsplatz. Die Elfenkönigin, eine Elfe mit grausilbernen Haaren und einem weißen Blätterkleid, eröffnet die Versammlung. Wir haben uns hier eingefunden wegen des fürchterlichen Gestanks. In 4 Tagen findet das große Sommerfest statt und wenn der Gestank bis dahin nicht beseitigt ist, wird das ganze Fest ein Desaster. Die Königin wirft die Hände in die Luft und blickt theatralisch zum Himmel. Wir müssen dem Geruch auf die Fährte kommen und ihn dann beseitigen. Ich teile 4 Gruppen ein. Jeweils 2 Wachen begleiten die einzelnen Gruppen. Denkt daran, der Wald außerhalb ist voller Gefahren. Verlasst die Gruppen nicht. Freiwillige? Finja, Grummel und Muck melden sich. Endlich geht mal was. Lilli hat keine Lust mitzugehen. Ich bastle schon mal weiter an den Seilen aus Schilf für unsere Parcours. Wenig später brechen alle Gruppen auf in den Wald. Finja, Muck und Grummel gehen gemeinsam mit Grummels Vater Kobe und 2 weiteren Wachen sowie Tante Erna, der alten Füchsin. Erna hat ein rot-graues Fell und ist etwas struppig. Ihre Augen schimmern warm goldgelb. Finja mag die Alte. Sie ist immer so lieb und ganz weich zum Ankuscheln. Die kleine Gruppe streift durch den dichten Tannenwald. Irgendwie wird der Gestank schlimmer. Erna rümpft die Nase. Das stinkt wie Puh in die Ecke gemacht. Grummel lacht auf. Ha, ja, und irgendwie so wie mein altes Pausenbrot, das ich 4 Wochen in meinem Schulranzen vergessen hab. Ihhh. Muck schüttelt seine langen Ohren. Grummel, du toppst wieder mal alles. Der Geruch wird stärker. Ich glaube, da vorne werden wir fündig. Grummels Vater zeigt auf eine helle Stelle zwischen den Bäumen. Da vorne ist dieser Wanderweg der Menschen. Alle gehen in die Richtung auf den Weg der Menschen und dann ein Stück weiter geradeaus kommt eine kleine Lichtung mit einer Bank. Finja traut ihren Augen nicht. Eine Müllkippe mitten im Wald trifft das Bild am besten. Ich habe das Puh gefunden. Muck springt auf und ab. Da liegt mitten im Wald eine dicke, volle Babywindel. Ein Stück weiter eine Dose und, ja, da kommt der alte Butterbrotgeruch her. Ein halb gegessenes Sandwich, das schon schimmelt. Einige Papiere und Plastiktüten und Alufolie liegen in der näheren Umgebung. Sogar Zigarettenstummel liegen herum.
Dabei ist es doch so gefährlich. Feuer im Wald kann die ganze Gegend verbrennen. Hier, ich habe eine Tüte gefunden. Finja schlägt mit den Flügeln und zieht eine große Plastiktüte hinter sich her. Kobe hebt die stinkende Windel an und verfrachtet diese in der Tüte. Die Windel ist schwer und Finja kann die Tüte nicht länger hochhalten. Aus dem Wald kommen raschelnde Geräusche. Die Wachen kontrollieren die Stelle. Nicht, dass eine Hauskatze auf Jagd durch den Wald streift, aber Entwarnung. Gruppe 2 kommt durch die Bäume. Bruno der Bär leitet die Gruppe an. Immer der Nase nach. Ich sage es doch, wir finden den Stinkeherd. Gemeinsam sammeln alle den Müll ein. In Windeseile ist alles wieder sauber. Die Tüte ist voll bis zum Rand mit all dem Müll, der achtlos hier in den Wald geworfen wurde. Ich weiß, wo eine Menschenmülltonne steht. Bruno bringt die Tüte zur Mülltonne der Menschen. Warum können die ihren Müll nicht mitnehmen? Alle sind erleichtert und jetzt kann das Fest kommen ohne Stinkepuh.